Das frustriert mich jetzt schon ein bisschen. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von Advanced Warfare. Zu meinem sechsten Spiel, also insgesamt sechsten Spiel, seitdem ich es bei mir zu Hause habe. Wir spielen heute auf Instinct Team Deathmatch. Und der heutige Tipp lautet, Sie können in der Luft Exo ausweichen. Meint er mit diesem Boost oder was meint er? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht meint er irgendwelche Drogen oder sowas. Heute spielen wir mit der Tag 19. Die Tag 19 ist eine Strohflinte. Ich kenne sie noch vom Call of Duty Advanced Warfare Event, so nennt man das. Event nennt man das, genau. Ein sehr schönes Wort. Ich liebe das Wort. Und eine Strohflinte. Ich will heute die Strohflinten testen, das wollte ich gerade sagen. Ich bin gespannt, wie die Strohflinten hier so sind. Es ist mein sechstes Spiel insgesamt. Die Map kenne ich noch gar nicht, noch nie gespielt. Auch nicht irgendwie. Ich habe nur eine Map gespielt, glaube ich. Das ist geil hier. Was? Okay. So kann ich nach vorne gehen. Das kann mir ziemlich helfen. Sehr behilflich sein mit der. Das hier. Das hier, wie ihr sehen könnt. Wir haben die Kontrolle verloren. Ich muss schnell weg hier. Oh, da, was ist das hier? Taktikeinstieg. Der ist rot. Ich weiß gar nicht. Ist das ein Taktikeinstieg? Ich weiß gar nicht, ob das normal ist. Da hinten ist jemand. Oh, du Scheiße. Oh Gott, das ist nicht so einfach mit der. Nein, nein, nein. Oh, von hinten, okay. Ich muss auch sagen, diese Map ist eigentlich die falsche für eine Strohflinte. Ich behalte die jetzt trotzdem und versuche trotzdem mein Bestes. Oh, shit. Ja, diese Map ist die falsche. Oh, shit. Es gibt bestimmt Maps. Oh, nein, 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 nein. Es gibt bestimmt Maps, wo es okay ist. Oh, von. Oh, shit. Oh, was? Hallo? Hallo? Willst du mich verarschen oder was? Oh. Feindliche Drohne, das ist auch das Problem. Ja, es ist wirklich super, super schwer. Oh, was machst du? Hallo? Oh mein Gott. Okay, diese Waffe hat doch mehr Feuerrate, als ich geglaubt habe. Feindlicher Raketenschlag, was ist das? Kann mir das jemand. Ich weiß es selber nicht. Okay, der hätten wir auch. Oh, da hinten ist jemand. Ich glaube, der Typ will es wissen, Alter. Scheiße. Oh mein Gott, komm schon. Ja, ich glaube, der Typ wusste, ich habe eine Strohflinte. Ich glaube, der wollte auch nicht kommen. Ja, ach du meine Güte. Okay, ich glaube, ganz ehrlich, das ist ein bisschen problematisch gerade mit der Strohflinte. Weil ich kann nichts machen. Ich kann einfach gar nichts machen. Ich muss irgendwie versuchen immer. Oh! Okay, ich habe einen Kill bekommen mit der Granate. Leichtgewicht. Erledigen Sie 75 Gegner während Leichtgewicht. Während Sie Leichtgewicht haben. Oh, das ist ein Teammate. Sorry. Ich wollte es nicht erschießen. Wir sind noch am Verlieren. Ich denke, das liegt an mir. Ich habe einen 7 zu 6. 6 zu 7. Solange ihr negativ seid, es ist immer eure Schuld. Also da habt ihr einen Teil damit dazu beigetragen, dass ihr verloren habt. Solange ihr positiv bleibt, habt ihr keinen Teil dazu beigetragen. Und könnt nur sauer auf euch sein, dass ihr nicht gut genug. Okay, die hat eine relativ okay Reichweite, würde ich sagen. Falls man das so sagen darf. Ah, das bringt nichts. Gut, Leute, das ist ein bisschen problematisch. Ich denke, auch die Strohflinte könnte ein großes Problem werden. Und ich denke ganz ehrlich nicht, dass Leute es so oft benutzen werden. Auf andere Maps ja, auf andere Maps ja. Aber nicht auf diese Map, niemals. Nicht auf dieser Map. Immer wenn ich sowas versuche, gehe ich auch irgendwie negativ aus. Oh mein Gott. Wenn ich sowas versuche, gehe ich immer negativ aus, weil ich auch nicht weiß, von wo die kommen. Ich meine, ich sehe sie zwar auf der Minikarte, aber ich kenne die Maps ja noch nicht. Und ich denke, auf dieser Map, wie gesagt, Strohflinte würde ich euch auf keinen Fall empfehlen. Ihr habt ja gesehen, welche Map das ist. Und ich verstehe gar nicht, wieso man hier unsichtbar wird. Oh mein Gott. Komm schon, Mann. Ja, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, mit der Strohflinte zu spielen. Kann ich euch nicht empfehlen, ganz ehrlich. Finde ich nicht so gut. Finde ich hier auf jeden Fall nicht so gut. Vielleicht bei richtigen. Feindliche Drohne über uns. Richtigen Fast-Paced Gameplays, wie zum Beispiel bei Capture the Flag. Da kann ich mir das vorstellen. Kann ich auch mal versuchen, dann nochmal mit der Waffe zu spielen. Feindliche Drohne über uns. Ah, der steuert das, ja, ja. Der steuert das Geschütz, alles wird gut. Wo ist er, wo ist er? Ich habe immer das Gefühl, das ist ein.
Pack den eigentlich, Digga, aber es ist gar nicht. Oh mein Gott, komm schon. Nee, Alter. Ich glaube, ich werde diese Scheiße nicht mehr spielen. Sorry, aber... Das frustriert mich jetzt schon ein bisschen. Gott, ich werde so sauer, Alter. Ich schwitze. Immer wenn ich sauer werde, fange ich an zu schwitzen. Ja, aber dann renn doch nicht einfach so rein. Ja, stimmt schon. Aber ich will ja auch irgendwie Kills abbekommen. Hä, von wo kommt der denn? Meine Güte! Oh! Pisser! Was ist für ein Score? 13, 9 zu 13. Ach du Scheiße. Ich kann nichts machen. Gut. Die Schlotflinte werde ich nie wieder spielen. Ernsthaft. Nie wieder ein Team-Deathmatch und nie wieder auf dieser Map. Das ist schrecklich. Wirklich. Das ist sowas von schrecklich. Kann ich euch nicht empfehlen. Nur mit Assault Rifles. Werde ich auch noch spielen. Oh, mir ist warm, Alter. Ich bin so wütend. Ich könnte irgendwas kaputt machen. Ich habe noch Snickers im Kühlschrank. Das wird mich wahrscheinlich abkühlen. Ich werde so abschlecken gleich. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn es euch gefallen hat, bewertet nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.